Immer ruhig mit den jungen Pferden. Kennt ihr den Spruch? Junge Pferde sind wirklich sehr unruhig und schreckhaft. Man muss Geduld mit ihnen haben, sonst passiert schnell ein Unglück. Den Rücken gerade, Konstanze. Und die Fersen ein bisschen tiefer. Genau, und denk dran, die Hände immer schön tief lassen. Versuche ich ja. Dann musst du es weiter versuchen. Sag das mal der Kuta, sie ist so unruhig heute. Sag du es ihr. Oder noch besser, zeig sie und gib ihr die richtigen Hilfen. Du bist echt voll streng, Simi. Ich bin noch viel zu nett mit dir, du verwöhnte Göre. Und die Fersen wieder ein Stückchen tiefer. Ja, genau, sehr schön. Ruhig. Gut gemacht. Du bist ruhig geblieben. Kompliment. Aber wir machen trotzdem Schluss für heute. Wieso? Ich dachte, wir machen jetzt noch einen Ausritt. Ich entscheide, wann wir ausreiten. Okay? Oh, nicht okay. Ist doch ein Traumtag. Der Kuta ist noch nicht so weit. Glaub mir. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Na und? Als Reiterin brauchst du Geduld, Conny. Das habe ich dir auch vorletzte Woche schon gesagt. Hi. Hi, Kimi. So, absatteln und reib sie schön trocken. Sie hat geschwitzt. Ach komm schon, Celine, ein kleiner Ausritt. Nein, Dakota ist erst 4,5. Du wirst noch jede Menge Ausritte mit ihr machen. Soll ich dir helfen? Das ist immer noch mein Pferd. Klar, wieso? Ich kann doch wohl immer noch selbst entscheiden, wann ich ausreite. Und mit wem? Kommst du mit? Ja, hallo, Schwesterherzchen. Könnt ihr nicht mal wieder euer Zimmer aufräumen? Und muss ich jetzt auch noch eure Betten machen, oder was? Also, wir mögen unsere Betten lieber ungemacht, weißt du? Lilie, warum versteckst du Lollis unterm Kissen? Wieso verstecken? Vor wem denn? Ich lagere sie dort nur, falls ich nachts Hunger bekomme. Ist gut für die Zähne. Sag mal, spielst du jetzt hier die Mama, bis Mama wieder da ist? Und du das Baby? Gehst du reiten? Ja, hab ich dir doch erzählt. Ich komm mit. Lass mal. Wieso? Du hast versprochen, mich mal auf Holly ausreiten zu lassen. Ja, und ihr habt versprochen, mir im Haus zu helfen. Kann ich später auch noch machen. Spülmaschine ausräumen und so. Sag mal, um sie auszuräumen, musst du sie erstmal einräumen. Sag mal, du kannst nicht mal reiten. Ich bring's dir herbei. Irgendwann. Aber eben nicht heute, okay? Irgendwann. Was hatte ich mir bloß gedacht, als Greta bei uns blieb und nicht nach Amerika ging? Dass wir jeden Tag was zusammen machen und dass wir ein Team werden? Vielleicht. Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Ich hab Dakota im Griff, glaub mir. Bus weiter, grüßen, lächeln. Hi, Esther. Hallo. Oh, Worin sieht gut aus. Ein toller Hals. Psst. Hi, Mädels. Kleiner Ausritt? Hi, Luis. Wir wollten eigentlich nur die Pferde auf die Weide bringen. Bisschen grasen lassen. Klingt aufregend. Viel Spaß. Okay, Nachricht ist angekommen. Was? Du bist die Gute, die Haushaltsfee. Und ich bin die Böse, die immer nur ihrem Vergnügen nachgeht. Sagt Greta ja auch. Echt? Dabei siehst du doch aus wie eine Fee. Eine Glitzerfee. Findest du? Danke. Die Treppe muss noch. Ja, hallo? Hallo. Papa. Philipp.
okay bei euch dreien? Ja, klar. Nelly? Ja, ja, alles bestens. Und die Versorgungslage? Besser als bei Mama. War ein Witz. Josephine bringt super Essen vorbei. Aber wie geht's Omi? Sie ist noch nicht wieder aufgewacht. Die Ärzte sagen, sie braucht noch eine Weile und, naja, es sieht so aus, als ob Mama erstmal hier oben bleiben wird. Sie will Omi nicht alleine lassen. Aber ich bin jetzt auf dem Weg zu euch. Mal da. Halt deinen Hund fest, okay? Tag auch, Konstanze. Kim. Ganz schön erwischt, dein Gaul. Komm schon klar. Sieht aber nicht so aus. Na, Jessie, entspannst du dich ein bisschen vor eurem Müllhaufen? Würde ich ja gern. Aber solange ihr zwei mir die Luft verpestet, geht das schlecht. Tja, kann sich halt nicht jeder mein teures Parfum leisten. Tussis, ne? Ich hab gehofft, dass ich dich heute hier treffe. Ach ja? Also ich bin wegen der Pferde hier. Hey, habt ihr Konstanze gesehen? Nee. Hi, Greta. Hi. Krieg ich auch einen? Nee, Dakota ist nicht in ihrer Box. Ich bin gerade erst gekommen. Die war heute Morgen schon fast vom Pferd gefallen. Ich hab ihr gesagt, sie soll's ruhig angehen lassen. Aber ich glaube, sie ist trotzdem einfach los. Ja, die will's halt wissen. Keine doofen Sprüche jetzt, Luis, okay? Sie ist dir also nicht entgegengekommen? Nee. Sie haben gesagt, sie gehen bloß die Pferde weiden. Mit Dakota. Mit Dakota? Ich habe mir nichts dabei gedacht. Na toll. Schon. Bist du verrückt? Weißt du, wie teuer die war? Dakota, komm zurück! Ist bei dir alles heil? Ja, ja, mir geht's gut. Los, wir müssen sie einfangen. Aber so ist wohl doch nicht okay. Ah, oh, mein Fuß. Kim, was machen wir denn jetzt? Na, wohin so eilig? Seid ihr gar nicht ausreiten bei dem schönen Wetter? Frau Elsasser, Konstanze ist schon weg mit ihrem neuen Pferd. Wie bitte? Allein? Ja, allein und heimlich. Das ist ja wohl ein starkes Stück. Ihr beide seid die Älteren, ihr hättet aufpassen müssen. Ich hab's ihr ja verboten. Aber sie hat's trotzdem getan. Dabei hatte Dakota sie heute Morgen schon fast abgeworfen. Ja, wie? Hast du jetzt hier die Aufsicht oder nicht, Celine? Frau Elsässer, ich kenne Konstanze auch und wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann redet ihr das niemand mehr so leicht aus. Ja? Ja, was machen wir denn jetzt? Das bringt doch nichts. Lass uns umkehren, bitte. Umkehren ohne Dakota? Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Wir holen Hilfe für dich und für die Suche.
Zu mehreren findet man sie eh leichter. Echt, dass du immer nur Pflegepferde hast. Weißt du, was mein Dad für das Pferd bezahlt hat? Bezahlte geht doch nicht ums Geld. Weißt du, wie verdammt groß dieser Wald ist? Ja, und er wird von Minute zu Minute größer, wenn wir hier rumstehen, nicht zu nur quatschen. Ist ja gut, alles gut. Hör auf zu schreien, okay? Du musst immer recht haben. Ich hab einfach recht. Nee, hast du nicht? Celine hat dich doch gewarnt, dass der Kota zu jung ist. Pff, dann bleib doch hier und heul. Ich geh da Kota suchen. So, jetzt reicht's. So kannst du jedenfalls nicht weiter. Jetzt machen wir es genau so, wie ich es sage. Klar? Ist das klar, Conny? Na, fertig mit Staubsaugen? Ja, das ist ja eine nette Begrüßung. Entschuldigung, Josephine, ich dachte, du bist Lilie. Und Lilie saugt Staub. Und wo ist überhaupt Greta? Die ist reiten. Reiten? Na, ihr macht das schon ganz gut, ihr drei. Hm? Hauptsache, ihr haltet zusammen. Apropos, Annette hat angerufen, ich soll unbedingt mit dir Mathe üben. Ja, deine letzte Arbeit war wohl nicht so gut. Die blöde Thermoumformung. Na, das ist doch mein Spezialgebiet. Das konnte Jonas auch nicht. So, zeig mir mal dein Heft. Nicht jetzt. Ich bin schon verabredet. Zum Lernen. Mit Jessie. Mit Jessie? Ich muss auch los. Ich bin eh schon so spät dran. Ich habe mich total festgelesen. Tschüss, Josephine. Tschüss. Aber wir gehen das heute Abend noch mal durch, ja? Ja, ja. Diese Kim, die ist schuld. Die hat sie angestiftet. Meine Conny, die ist viel zu verantwortungsbewusst. Das sehe ich anders. Was? Konstanze wollte unbedingt ausreiten gehen. Erst hat sie mich gefragt und als ich dann abgelehnt habe, wohl Kim. Also das ist... Kim ist nämlich die Vernünftige. Wie kannst du sowas behaupten? Du kennst meine Conny doch gar nicht. Und ob? Ich gebe ihr Reitunterricht. Schon lange. Hast du noch dein Handy nicht dabei? Wenn ich gar nicht wusste, dass ich heute ausreite. Kim, sei nicht böse. Was ist denn mit deinem Handy? So im Reitstall gelassen haben. Ich will eh niemanden anrufen. Ich will, dass wir da Kota selber finden. Kim, bitte, Kimi. Da! Vorsichtig, lass mich das machen. Konstanze, bitte. Dein Kopf. Verjagt. Du hast alles verdorben. Konstanze! Hilfe! Hilfe! Hört mich jemand! Hilfe! Hilfe! Die Kleinen machen nur Stress. Hast du eigentlich Geschwister? Nee, meine Eltern konnten sich voll auf mich konzentrieren. Leider. Und du? Großfamilie, oder? Hey, was machst du denn hier? Ich dachte, ich treffe dich vielleicht. Ja, wir müssen leider ganz schnell weiter. Hast du Kim und Konstanze gesehen? Die reiten unerlaubt aus. Und wir reiten ihnen jetzt hinterher. Ich komm mit. Nee, lass mal. Du hast doch keine Ahnung von Pferden. Also, du könntest dir am Stall Stellung halten und uns anrufen, wenn sie doch noch kommen. Ich glaube, deine Schwester wäre echt gern noch mitgekommen. Ja, sie kann aber nicht reiten. Außerdem ist sie meine Cousine, nicht meine Schwester.
Zum zweiten Mal stehen gelassen an einem Tag. Das würde ich mir nicht länger gefallen lassen. Komm, Cookie. Komm. Hey, hast du Kim irgendwo gesehen? Wieso? Die sind verschwunden. Die vermisse ich jetzt nicht wirklich. Hallo. Die waren hier. Echt? Wo sind sie lang? Da lang. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht wirklich. Ich weiß nur, dass Constanze nicht so gut reiten kann, wie sie denkt. Gar nicht, dass du kommst. Nein, ich wusste ja bis zum Schluss auch noch nicht, ob ich durchkomme. Hallo. Ja, du siehst doch ganz schön fertig aus. Das war ja auch kein Wellnessurlaub da oben. Sag mal, sollten die Kinder das nicht selber machen? Ja, sie geben sich Mühe. Oh, sie bemühen sich. Und Almut geht's besser? Und Annette bleibt jetzt oben bis... Ja, bis sich was ändert. Wenn sich was ändert. Und wie soll das hier weitergehen? Keine Ahnung. Aber das muss dich ja nicht interessieren. Wir schaffen das schon, die Kinder und ich, das Haus und die Praxis und alles. Philipp, ich helfe euch gern und ich helfe euch auch gern weiter. Bis Annette wiederkommt oder bis ihr euch hier irgendwie neu geordnet habt. Und mach dich nicht verrückt. Die Kinder brauchen ein bisschen Unterstützung, mal jemanden zum Reden und du musst dich jetzt endlich wieder um deine Patienten kümmern. Naja, ich wollte die Praxis morgen wieder aufmachen. Wo sind die Kinder? Papa! Euch? Quatsch. Also Greta ist reiten und Nelly übt Mathe mit Jessie. Mit Jessie? Ja. Die ist total schlecht in Mathe. Ich gehe duschen. Da hatten sich zwei gefunden, Greta und Louis. Und warum sie eigentlich unterwegs waren, hatten sie ganz schnell vergessen. Du stirbst. Was? Wo sind wir? Du warst total weg. Oh Mann, Conny, weißt du denn nicht, was passiert ist? Wo ist Dakota? Irgendwo hier, keine Ahnung. Ich bin doch bei dir geblieben. Du bist verletzt. Ich muss einen Krankenwagen holen. Dakota. Vergiss mal für einen Moment Dakota, okay? Du bist verletzt. Du bist meine Freundin und für dich hole ich jetzt Hilfe. Keine Angst. Du wirst wieder ganz die Alte, die mich rumkommandiert.
Sie müssen hier lang geritten sein. Sie reiten immer hier lang. Ich sag Konstanze andauernd, bleib auf dem Weg. Ich auch. Sie kann so stur und hartnäckig sein. Conny hat mir erzählt, wie sehr sie gebettelt hat, um dieses Pferd zu bekommen. Bis Papa seiner Prinzessin den Wunsch erfüllt hat. Obwohl das Pferd viel zu teuer ist für so eine junge Reiterin. Egal. Hauptsache, Konstanze ist nichts passiert. Naja, vielleicht ist sie auch vom Pferd gefallen und Dakota ist abgehauen. Los, dann suchen wir weiter, komm! Hallo! Hier sind wir! Da ist Kim! Kim! Cindy? Komm, Dakota hat gescheut und Conny ist runter und da hinten. Beruhig dich erstmal. Wo ist Conny? Da hinten. Ist ihr was passiert? Ja. Wie, du hast sie verletzt, allein gelassen? Was soll ich denn machen? Wir hatten kein Handy. Du hast alles richtig gemacht. Alleine, mitten im Wald. Jetzt seien Sie bitte mal ruhig. Hauptsache, sie hat uns gefunden. Du führst uns jetzt zu ihr, okay? Komm, Celine! Okay, also vom Eulennest aus müssen wir hier lang gekommen sein. Da guck, Hufspuren. Sie führen da weiter, weg vom Weg. Bist du bei Indianern aufgewachsen? Psst. Ich meine ja nur, weil du Pferden lesen kannst. Klappe, Cookie, aus! Das kommt von da hinten. Du siehst furchtbar aus. Dein schönes Gesicht. Sie ist auf den Kopf gefallen. Wir müssen Notarzt rufen. Das dauert viel zu lange. Wir bringen sie direkt ins Krankenhaus. Okay, komm. Jetzt? Okay. Wo ist Dakota? Komm. Wo ist Konstanze? Ich weiß es nicht. Sieht aus, als wäre das Pferd verletzt. Ruf Celine an. Celine? Wir haben Dakota gefunden. Sie ist verletzt. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Keiner tut dir was. Bring mich nach Hause. Nelly? Papa! Du bist ja schon da. Ja. Und schon wieder im Einsatz, wie du siehst. Na, wo sind sie? Ist Dakota nicht da? Dakota hat Konstanze abgeworfen. Schlimm? Ich weiß es nicht. Sie ist gerade mit Celine und ihrer Mutter auf dem Weg ins Krankenhaus. Woher weißt du das eigentlich? Nelly hat mich angerufen. Nelly?
Lass mal gucken. Ah, ich sehe schon. Eine Risswunde an der Brust. Wahrscheinlich mit dem Sattel an einem Baum hängen geblieben. Das an den Beinen ist nicht so schwerwiegend. Gut, dass ihr ihn noch rechtzeitig gefunden habt, bevor noch Schlimmeres passiert ist. Ab in die Box, los. Wie war das? Ich habe keine Ahnung von Pferden. Ich nehme alles zurück, Cousinchen. Ist das erlaubt? Klar. Schließlich hat sie Dakota gerettet. Und du mich? Übertreib mal nicht. Und wenn Grete mir keinen Reitunterricht gibt, dann weiß ich schon, wer es tut. Aber bis dahin immer ruhig mit den jungen Pferden.